herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TV11 Nachschuss. Die SV Elversberg hatte heute ihr Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken und unterlag mit 2:0. Die Stimmen zum Spiel hat Daniel Breyer. Ja, bei mir jetzt Daniel Batz. Daniel, so kurz nach dem Spiel, wie würdest du sagen, unglückliche Niederlage oder verdiente Niederlage? Ja, ich würde sagen unglücklich. Wir hatten sehr gute Chancen. Ich habe die Situation nicht gesehen mit dem eventuellen Handspiel. Ich glaube, es war von innen sah aus, dass einer ganz klar mit der Hand hingeht. Und dann gibt es hier rote Karte und Elfmeter und dann ist das Spiel wieder ganz anders. Dann ist es wieder offen, dann sind wir wieder da. Und so mussten wir natürlich am Ende alles nach vorne werfen, haben das 2:0 bekommen und dann war es vorbei. Du sprichst es an, also wir haben es auch so gesehen, klares Handspiel. Wie bewertest du die Situation kurz vor dem 1:0? Ging da ein Foul voraus oder für uns die Situation auch schwer einzusehen? Ja, es war also der Freistoß auf der linken Seite. Kommt guter Standard, steht ganz frei am Fünfer, haben sie gut geblockt. Dann kommt der Kopfball, ich versuche ihn zu halten und dann ist der zweite Fall halt dann da. Jetzt geht's Gott sei Dank, kann man sagen, am Mittwoch schon direkt weiter gegen Hessen-Kassel. Was nimmt ihr euch da vor? Ja klar, wir wollen die Niederlage wegmachen. Es ist gut, dass die englische Woche ist. Dann können wir das schnell abhaken und direkt weitermachen. Bringt nichts anderes. Alles klar, danke. Florian Biescher, so kurz nach dem Spiel. Wie bewertest du das Derby? Ja, es ist jetzt nach dem Spiel wirklich schwer irgendwie. Ich denke mal, insgesamt haben wir es gar nicht so schlecht gemacht. Am ersten Halbzeit war Saarbrücken griffiger. Hat man gemerkt, die wollten das vielleicht mehr. Keine Ahnung, warum wir nicht so gut reinkommen sind. Aber sind dann trotzdem nach dem Gegentor ganz ordentlich gestanden. Chancen mehr oder weniger über Flanken haben wir gehabt. Und in der zweiten Halbzeit, ersten 15, 20 Minuten, müssen wir dann einen Ausgleich machen. Also finde ich, waren wir klar besser, haben richtig Druck gemacht. Und zum Schluss ist es halt dann, wie so oft im Fußball, wir machen auf, versuchen nochmal alles, dass wir den Ausgleich machen. Und dann kriegst du halt durch einen Konter nochmal das 2:0. Und dann war halt der Sack zu für Saarbrücken. Also insgesamt bitter, aber damit müssen wir jetzt auch umgehen, erste Niederlage und am Mittwoch dann gleich Reaktion zeigen. Ja, sprich das an, woran lag es, dass ihr, also man hat das Gefühl, dass ihr irgendwie nicht so richtig euer Spiel durchdrücken konntet. Lag es am Platz oder drückt es Saarbrücken im Pressingverhalten mehr? Woran lag es? Kannst du dir das irgendwie erklären? Ja, das ist immer schwer zu sagen. Also man muss da schon immer auch den Gegner dann sehen, die, wo es in der ersten Halbzeit wirklich auch gut gemacht haben, muss man sagen. Wir vielleicht am Anfang ein bisschen zu passiv waren. Wie gesagt, zweite Halbzeit fand ich dann, da haben wir den Kampf auch angenommen. Das hat man dann auch gesehen und dass wir eigentlich, sage ich mal, dem Ausgleich näher waren, wie die jetzt dem 2:0. Aber wie gesagt, wenn man dann nochmal alles probiert, alles nach vorne wirft, dass dann vielleicht so ein Konter kommt, das passiert halt dann. Aber ja, das müssen wir jetzt einmal nur analysieren und dann schnell abhaken. Mittwoch geht's weiter. Ja, du sprichst dann. Also Gott sei Dank geht es am Mittwoch schon direkt weiter gegen Hessen-Kassel. Wie baut ihr euch jetzt auf? Was nehmt ihr euch vor? Ja, ich meine, klar, insgesamt ist es jetzt trotz allem kein Beinbruch, auch wenn es Derby ist, das ist scheiße, klar. Wir sind jetzt auch erstmal sauer drüber, aber wir haben gar keine Zeit, darüber groß nachzudenken. Also es geht jetzt direkt am Mittwoch weiter, das muss schnell aus den Köpfen raus, gut regenerieren und dann geht es am Mittwoch gleich weiter. Also wir wissen, was wir können und das werden wir am Mittwoch wieder zeigen. Alles klar, dann bis am Mittwoch. Jo, danke. Ja, bei mir unser Kapitän Leo Kresch. Leo, so kurz nach dem Spiel, wie fällt dein Fazit aus? Boah, ist es schwer zu beruhigen, weil wir haben vielleicht am Anfang nicht so gut gespielt, aber in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser. Ja? Ich war in eine Richtung immer gegangen in das Spiel und dann so eine Entscheidung von der Schiedsrichter. Ich rede nicht so oft mit dem Schiedsrichter, aber so ein großer Fehler von der Schiedsrichter. Ich war in der Mittelkreis und ich habe von der Mittelkreis gesehen, wo den Spieler von denen hat mit der Hand den Ball getroffen. Ja? Und dann, ich frage dich, schau mal, wenn du Spieler mit der Hand, der Schiedsrichter kommt zu dir und fragt dich, was Hand, du selber, der Junge, hat so gesagt, nein, der war nicht überzeugt, weil er wollte lügen nur. Ja? Und du als Schiedsrichter, du musst wissen, das war eine Lüge. Brauchst du nicht, wenn du überzeugt, dass kein Hand war, du schreist und sagst, nein, war kein Hand, so weiter. Ja? Aber war natürlich ein großer Fehler von der Schiedsrichter. Leider hat uns heute ein Punkt mindestens gekostet, weil da hätte 20 oder 25 Minuten noch länger das Spiel gefällt, mit einem Spieler weniger, vielleicht 1-1. Ja?
Und dann, was hätte passiert? Vielleicht hätten wir das Spiel gewonnen, weiß es nicht. Aber mindestens ein Spieler weniger und 1-1. Aber dann, wir gehen nach Hause jetzt mit leeren Händen, ja, wegen so einem Fehler. Ja. Das tut aber einfach weh. Ja, also die Schiedsrichterentscheidung, also für uns auch klares Handspiel. Letztendlich, es stand 1-0. Man hatte ab der ersten Minute so das Gefühl, dass ihr nicht so euer Spiel umsetzen könnt. Woran lag das? Lag das am Platz? Lag das daran, dass Saarbrücken schon mal mehr drückte? Hatte man, sagen wir mal, die Zweikampfstärke von Saarbrücken nicht so auf dem Zettel? Oder woran lag es? Keine Ahnung. Ich habe einfach den Ball nach vorne geschossen. Und dann, grundsätzlich war es ein bisschen gefährlich, aber die haben keinen Fußball gespielt, finde ich. Die Leute hat gepusht und dann die waren auf dem Platz und dann vielleicht bei uns hat gekostet die ersten 10 oder 15 Minuten. Das Tor, das erste Tor, wo von einer Flanke, von einem Freistoß kommt, auch kein Foul von mir. Ich gehe in den Zweikampf, ich mache nur mit meiner Seite, ja. In den Zweikampf komme ich und der andere fällt aus und dann nochmal eine Fehlentscheidung. Aber bei mir vielleicht brauche ich noch ein paar Minuten zum Beruhigen, aber wir müssen jetzt in die Zukunft schauen und kommen jetzt, es wäre eine Aufgabe für uns, das ist Kassel und Offenbach, ja, und dann wir müssen wir auf diese Aufgabe konzentrieren. Ja. Ja, du sprichst an, also jetzt geht es am Mittwoch, Gott sei Dank, geht es schon wieder weiter gegen Hessen Kassel, auch eine starke Mannschaft in der Liga. Wie baut ihr euch jetzt auf? Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen cooler sein, ja, dieses Spiel vergessen, schnell wie möglich. Und vielleicht ein paar Fehler korrigieren, das wir haben heute gemacht. Und in den nächsten Spielen nicht wieder machen. Ja. Wünsche euch viel Erfolg. Marco, so kurz nach dem Spiel, wie fällt dein Fazit aus? Nein, nicht gut. Wir haben leider ein dummes Standard-Tor bekommen. Ob es davor Freistoß war, mag man auch zu bezweifeln. Aber da geben wir 1-0 einen Rückstand, aber spielen weiterhin Fußball. Wir probieren auf dem Platz trotzdem Fußball zu spielen. Saarbrücken stand gut, nur hinten reingestanden, da auf Fehler von uns gewartet und dann auf Kontern natürlich gelauert und dann kam natürlich die Szene des Spiels, also da muss man nichts schönreden, gar nichts, weil jeder hat das gesehen, der boxt den Ball mit der flachen Hand raus, also das hört man schon am Klang, das und dann halt der Herr hinten links, Amin, wie schon die Reaktion an ihm, das sieht man einfach, dass das Elfmeter ist. An der Reaktion schon an ihm. Da wurde er gefragt, dann sagt er, nein, war kein Handspiel, ich wünsche Armin trotzdem alles Gute, ist sicher ein feiner Kerl, aber es kommt ihm alles im Leben zurück, das sage ich immer. Weil ich denke, er wollte zuerst ja sagen, aber das ist jetzt sein Entscheid. Der Schiedsrichter ist für das da, er muss das sehen. Armin, ob er das jetzt zugibt oder nicht, das ist sein persönliches Fazit. Aber ich sage immer, man bekommt immer alles zurück zum Spiel dann. Wir müssen dann aufmachen und bekommen natürlich das 2-0. Aber ich sage immer noch, Elfmeter, rote Karte natürlich, glasklare rote Karte. Dann spielst du noch eine Viertelstunde auf ein Tor. Saarbrücken stellt sich dann hinten rein und dann hast du halt Möglichkeiten. Aber ja, jetzt müssen wir schneller abhaken das Spiel, weil das sitzt jetzt sicher tief drin. Nicht nur vom Spielverlauf her, wir hatten größere Spielanteile, aber auch wie das jetzt das 2-0 insgesamt das Ergebnis zustande gekommen ist. Fehlentscheid hin und rüber war schon ein hitziges Spiel. Jetzt gut regenerieren. Ich habe leider, glaube ich, die 5. Gelbe jetzt bekommen. Bin ich am Mittwoch leider gesperrt. Und aber jetzt volle Kraft voraus und am Mittwoch die Antwort auf den Platz geben. Ja, um nochmal kurz auf die Schiedsrichterentscheidung zurückzukommen. Klar, zum einen klares Handspiel. Ob man da jetzt dem Saarbrücker Spieler irgendetwas vorwerfen muss bezüglich, sei dahingestellt. Aber würdest du sagen, dass diese Entscheidung, diese Fehlentscheidung die Krönung einer insgesamt schlechten Schiedsrichterleistung war? Ja, klipp und klar. Ich habe ja auch gesagt, Damien, das ist ja... Der Schiedsrichter darf eigentlich einen Spieler nicht fragen. Das ist, finde ich, sowieso Quatsch. Aber wenn man gefragt wird, ja, natürlich muss man mit sich selber das vereinigen, ob man lügt oder nicht. Aber der Schiedsrichter muss das sehen, der Assistenz kann das sehen, weil alle, egal auf welcher Seite, hat das gesehen. Da kann man mir nicht sagen, man sieht das nicht. Und es ist um sehr viel gegangen. Vielleicht wusste es auch der Schiedsrichter nicht. Wir wussten es und wurden leider trotzdem das 1-0, das 2-0 sogar, haben wir trotzdem nochmal probiert. Aber schlussendlich ist leider nichts daraus geworden mit dem Sieg. Ja, also wir haben erste Halbzeit war ein Wahnsinns Kopfball.
auf den Winkel, frisst Hoos, ja. Sensationell. In der zweiten Halbzeit der Schuss von Dulek. Wäre trotzdem mehr drin gewesen, jetzt unabhängig von den Fehlentscheidungen. Auf jeden Fall, also das kommt ja danach noch hinzu. Wir hatten halt, der Torwart von Saarbrücken hat zweimal sensationell gehalten. Erste Halbzeit schon gesagt, der Kopfball und dann bei Dulle, den hält nicht jeder. Vor allem zwei solche Dinger. Wenn wir da natürlich das 1-1 machen, ja, dann schaut das Spiel wieder aus. Aber wir müssen dann leider die Dinger machen. Haben wir heute nicht gemacht, aber jetzt müssen wir Mittwoch natürlich dreifach punkten. Alles klar, wünsche euch viel Glück. Danke.